Melodie, die mittlerweile jung, alt und uralt kennen. Österreichisches Kulturgut, geschaffen von einer Frau, die jetzt hier bei uns sein wird. Sie hat mittlerweile 10 Amadeus Music Awards gewonnen oder sind gar schon 11. Sie hat 3 deutsche Echos. Sie ist hoch dekoriert. Und trotzdem sitzt sie mit uns da jetzt gleich in einem Raum und hat eine schöne Zeit mit uns. Begrüßen Sie mit mir die Sängerin und wunderbare Person, Christina Stürmer! Dass du eine Zeit für uns hast. Wirklich. Ja, ich weiß. Du bist ja überall nur nicht da gewesen bis jetzt. Das war unfassbar. Endlich ist es soweit. Ja, lang hat es gedauert. Es freut mich dafür sehr. Dafür wird es jetzt umso schöner. Ah, ich genieße den Augenblick. Ja. Wunderschön. Was magst du denn trinken? Ein Wasser. Wasser? Wasser. Na, natürlich still. Gerne. Wasser. Lieber Josef, ich passe mich gerne meinen Gästen an. Auch ich das trinke. Musst aber nicht. Bitte ein stilles Wasser und ein kleines Bier dazu. Sieh. Danke. Gerne. Ja. Bitte, wie immer, Gegenstände, über die der Gast normalerweise nicht mehr reden will, weil er in deinem Fall circa schon 3 Milliarden Mal fast, drüber geredet hat. Du wirst es kaum glauben, es ist fast unmöglich, irgendein Stamenia-gebrandetes Ding noch zu kriegen. Ja, ich weiß. Hast du das schon versucht? Ja. Also vor Jahren, jetzt nicht mehr, aber irgendwann habe ich mir gedacht, eben sind diese ganzen DVDs und so weiter. Ja. Ich habe ein paar CDs, ein paar Singles sogar von den Kollegen damals, habe ich zu Hause. Ist das süß? Total. Aber die habe ich zum Beispiel, glaube ich, nicht mehr gekriegt. 2003? Ja. Hm. Da war es 5 oder 6, die es da mitgemacht hat. Das kann sich ja gar nicht mehr. Aber du warst sehr jung. Ja, ich war 20. 20. 20. Und dieses Stamenia-Ding, das, was mir so beeindruckt ist, das war ja damals, jetzt gibt es ja 7 Milliarden Castingshows. Oh ja. Ja, also so gefühlt. Danke, lieber Josef. Danke. Danke. Ein Applaus, Herr Orwett, den ganzen Tag. Oder hast du ein alkoholfreies Bier? Ah! Ja, natürlich. Ja. 0, Josef. Ja, dann hätte ich eigenes. Ein kleines ja. Hätte ich ja, bitte sehr. Schau. Super. Hast doch einen Guster gekriegt. Nein, einen Bierguster habe ich eh, aber was der, ich bin ja gerade. Der darf keinen Alkohol trinken. Nein, das Kind will noch keinen. Das Kind will noch keinen. Ist blöd eigentlich. Du, aber dieses Stamenia-Ding. Du hast ja damals mitgemacht, eben zu einer Zeit, wo Castingshows jetzt nicht so häufig waren, sondern das war ja quasi die erste in Österreich. Hast du eine Ahnung gehabt, wie du dich beworben hast, was auf dich zukommt? Und warst du immer schon so ein tapferes Mädchen, bis sie denkt, wurscht, das schau ich mir an? Nein, also tapferes Mädchen kann man gar nicht sagen. Also ich war damals, das weiß ich noch genau, ich habe beim Amadeus gearbeitet. In der Buchhandlung. In der Buchhandlung? In der Buchhandlung. Buchhändlerin, gelernte Buchhändlerin. Und ich weiß nicht, meine Arbeitskollegin hat damals immer gesagt, du, pass auf, ich habe da im Internet was gesehen, da ist so eine Castingshow und da geht es um Singen und da sitzen halt so ein paar Wichtige, die da dann quasi einmal die Meinung, die professionelle Meinung über deine Stimme eben sagen. Und ich habe mir gedacht, ja, da kann ich mal hinschauen, weil es ist ja quasi da nur ein paar Straßen weiter. In Linz ist dieses Casting, dieses Vorsingen. Dankeschön. Und ich weiß nicht genau, weil wir waren damals gerade bei der Amadeus in Konkurs und es war, glaube ich, gerade, ich weiß nicht, ob der Tag zugesperrt war, auf alle Fälle haben wir putzt. Gott sei Dank. Putzt. Wenn, egal, wenn du nicht geputzt hättest, sondern arbeiten hättest müssen, top Dramatik, dann hast du gedacht, da gehe ich hin. Ja, also ich habe dann einfach so schnell mal einen Zopf irgendwie gemacht und war halt so absolut nicht gestylt und bin dann hingelaufen und bin halt dann da gestanden und habe halt dann, hat man gedacht, da sitzen 4
professionelle Menschen, die eine professionelle Meinung abgeben zu meiner Stimme. So? Naja, ich liebe sie heiß, die Dame, die damals dort gesessen ist mittlerweile, aber damals haben wir gedacht, was willst du von mir? Weil ich war mega schüchtern, also ich war halt einfach überhaupt nicht der Typ, der reingeht in einen Raum und sagt, hallo, da bin ich. Und bin halt hin und hab halt da, weiß ich nicht, keine Ahnung mehr, was ich gesungen habe. Anouk, glaube ich, die niederländische... Deutsche, ja, kennt heute keine Sau mehr. Okay. Hat damals auch keiner kennt. Und deshalb war, glaube ich, damals die Jury auch so begeistert, weil sie eben nicht zum 100. Mal Proud Mary gehört haben, sondern auf einmal eine Nummer, die... Was ist da? Ich habe auch singen können, was ich wollte, weil es hat ja keiner gewusst, ob ich falsche Töne singe. Weil das liegt gar nicht klar, eben. Ja, super. Und dann ist sie drinnen gesessen, die Dame, und hat gemeint, naja, du bist aber keine Barbie-Puppe, beim Styling müssen wir schon noch arbeiten. Und dann haben wir gedacht, ich glaube, wegen einem Singer bin ich eben. Da. Okay. Und so hat einmal alles angefangen. Und dann ist einfach Runde für Runde bin ich dann irgendwie weitergekommen, hab mir aber keinen Plan gehabt, was da überhaupt passiert natürlich. Hast du doch die Schäume an? Ja. Und großer David Hasselhoff-Fan. Ja, weißt du? David Hasselhoff haben wir nicht gespielt. Wie geht das jetzt mit dem Kult haben? Ich glaube, David Hasselhoff war du warst aber wirklich ein Hassel, aber du warst ein Hasselhoff-Fan. I've been looking for freedom auf der Querflöten, oder? Nein, aber ich hab den immer cool gefunden, weil das war, glaube ich, einfach meine Generation. Da war Knight Rider im Fernsehen, Baywatch, und das war immer der schöne Mitch, wenn er da mit dem Bruster mit der Boje am Strand brennt ist. Ja, genau. Ja, wunderbar. Ich glaube, den hat damals jeder super gefunden. Also ich habe jetzt keine CDs von ihm zu Hause gehabt, aber I've Been Looking for Freedom kennt ja jeder. Kann ja jeder mitsingen. Findest du das heute auch noch super? Ja. Oder wenn man so Dinge gern hat als Kind und Jugendlicher, also findet man sofort wieder One Morning in June and 20 Years ago. Yeah. Das geht immer sofort. Ja. Und trotzdem war aber dann Starmania, und was ich sehr bewundert habe, war, dass du die Einzige warst damals, so wie du sagst, bin ich hingegangen mit dem T-Shirt, wurscht, die dann auch eigentlich von Anfang an wusste, was sie musikalisch eigentlich tun will. Ja. Oder? Ja, ich glaube, da war ich wirklich die Einzige in dem Ganzen. Weil es war ja so, dass, ich glaube, 12 Kandidaten waren es. Ich weiß es nicht. 10 oder 12 Kandidaten. Ja. Aber das war halt dann immer, also all jene, die nach der Sendung CD aufgenommen haben oder Single, die haben halt so viel herumprobiert. Das war halt dann, wir machen Englisch, machen wir doch Deutsch und machen wir. Und bei mir war es halt so, ich habe halt von vornherein dann gesagt, okay, ich möchte einfach Deutsch singen. Da waren ja alle gar nicht so zufrieden, wie dann im Finale ein Kompliment von den Sportis. Damals war ja Deutsch noch nicht so. Nein. Das war ja eher, jetzt kommt die Deutsch oder so. Ja, was will die jetzt? Da habe ich ja in der letzten Woche, wo es Finalproben gegeben hat, da habe ich kaum geprobt. Weil der Vocal Coach damals, der hat immer gesagt, na, passt schon. Das ist eh so blöd, die Sportfreunde, die singt das schon irgendwie. Na, irgendwie wird es schon gewinnen, wird es eh nicht, wenn es das singt. Hast du auch nicht? Hab ich auch nicht. War gut so. Im Nachhinein. Ja. Du warst beim Zeber nicht. Du kannst ja ganz normal, hast ein Foto irgendwie gepostet. Ich habe ein Foto gepostet. Und dann einmal gesagt, das ist das für eine Mutter. Ja, die besten Sätze sind immer, na ja, für was hast du dir überhaupt dein Kind zugelegt? Wenn du einmal aufs Schäfer-Natur-Konzert gehst. Ja, und wenn du auf Tour fährst oder wenn du eben... dann haben wir gedacht, hä? Ja, aber ich glaube, das ist einfach... also man muss ja zur Erklärung... Ich glaube, diejenige, die sich da so aufgeregt hat, oder die paar, die sich aufgeregt haben, die glauben ja, dass ich schneller mal nach Köln fliege, dort Mega-Party mache, das Kind zu Hause schreien lasse bei... Fremden Papa Menschen? Oder bei Fremden, glaube ich. Sie haben sogar Menschen, gemeint, Fremden. Die dem Kind Alkohol einflößen und es schlagen ab 2:30. Ja. Oder glauben die Leute? Ich weiß jetzt nicht, ob es besser ist, wenn sie wüssten, dass das Kind mit war beim Konzert. Jetzt! Die war mit, ja. Jetzt wissen sie es. Die war mit. Die war mit Backstage. Hat sie gefallen? Nee, sie hat vom Konzert, glaube ich, nichts mitgekriegt, aber sie hat kurz den Xevenadu gesehen. Und ich hoffe, ich darf das jetzt ausplaudern. Ja. Und er wird es auch nicht übel nehmen, aber sie hat ihn, glaube ich, 5 Sekunden gesehen und hat ihn mega angeschrien. Hat sie ihm angeplärt. Das werden wir ja irgendwann einmal erzählen, ja, wenn sie alt genug ist oder wenn sie irgendwie weiß, wer
nein, du hast einmal gesagt, ja, du hast deine Mama getroffen. Du hast ihn einfach nur hysterisch angeschaut. Dann wollte sie weg von ihm. Unfassbar. Ja, und das hast du dein Kind auch da. Ja, ja, das ist ein Wahnsinn eigentlich. Ja, um die Uhrzeit, Backstage in Köln. Aber du hast es gut geschafft, von der Buchhändlerin quasi über dieses Damenia-Zirkus zu dem schnellen großen Erfolg mit den Geschichten, die du gelernt hast. Und das Orge finde ich, was man sich so anhören muss eigentlich, weil ich habe jetzt diese Zeitungsausschnitte mir angesehen und du bist quasi vom Popfräulein, wie du am Anfang bezeichnet worden bist, vom Popfräulein zur toughen Lady. ist sie gereift? Ich gratuliere recht herzlich. Und das Schlimmste, was ich gelesen habe, und zwar nicht, weil jetzt ein Mensch drin vorkommt in diesem Zitat, den wir schätzen, ja, sondern wie kommt jemand drauf, der zu dir sagt, du bist der Neo-Ambros für Frauen? Also, was... Na, das ist wirklich, wo ist das gestanden? Ich habe es nicht... Also, du liest sowas nicht? Nein. Gut. Neo-Ambros Der Neo-Ambros für Frauen. Weiß ich nicht. Tut das was außer lustig sein? Nein, nein. Gott sei Dank. Nein, das tut nichts außer lustig sein. Okay. Das hast du mit dem Ambros gesungen? Ja, ja. Mit dem Ambros, mit dem Bon Jovi? Ja. Gibt's noch? Mit Birgit Denk habe ich auch mal gesungen. Ja, stimmt. Ja, kann ich kann mich erinnern. Ja. Gerne wieder. Den habe ich nur gesungen. Nein, mit Boris Uran bei Starmania. Oh, wir kommen da doch nicht vergessen. Haben wir da auch gesungen? Ja? Mit Michael Schuckmann hast du nie gesungen? Nein, habe ich nie gesungen. Nein. Was macht er eigentlich heute? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, er schreibt Lieder, oder? Nein, ich glaube Michael Schuckmann, weil der Starmania gewonnen hat 2003, weil er die Frechheit besessen hat, ein Klavier herunterschweben zu lassen, was ihm den Sieg gebracht hat, finde ich. Glaubst du, dass das das Klavier war? Ja, das war schon sehr beeindruckend. Naja, es war halt eine Ballade, die er für seine Freundin geschrieben hat. Ja. Am Klavier selbst gespielt. Ja. Naja, und dann kommt die Stürmer mit einer Sportfreunde-Stiller-Nummer auf Deutsch. Was für ein abgefahrenes Zeug. Warst du traurig damals? Nein. Wirklich? Nein. Ich weiß nur genau, dass meine Freunde in der ersten oder zweiten Reihe irgendwo gesessen sind. Und dass er dann ist ja immer bei diesen Castingshows am Schluss dann quasi ist dunkel und dann wird der große Scheinwerfer zu dem bam, gestrahlt, der dann gewonnen hat. Und ich war so genau, wie ich kein Licht bekommen habe sozusagen. Ich habe mich so gefreut und meine Freunde sind dermaßen ausgeflippt, sind aufgesprungen. Ja! Wirklich? Ja. Und alle haben sie gedacht, die sind für einen Schuhknall. Wahrscheinlich. Nee, ich glaube, die haben sie alle gedacht. Yeah, jetzt kommt es heim und hat wieder mehr Zeit für uns. War dann doch nicht so. Du, eine Geschichte habe ich gelesen, habe ich total nett gefunden. Musiker, die Menschen sagen, Musiker brauchen eh kein Geld verdienen, weil wir haben so viel Spaß bei der Arbeit eigentlich. Ja. Und du hast auf eine Interviewfrage, wie viel Prozent deines Jobs du ohne Bezahlung machen würdest, geantwortet 50%. Dann habe ich das gesagt. Was grobst du? Wie viel Prozent ihres Jobs würden sie ohne Bezahlung machen? Und du hast gesagt 50%. Und wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, welche 50% sind der Spaß und welche 50% sind die, die du gern einfach nicht nur um Geld machst? Naja, Spaß ist auf alle Fälle das Live-Spielen. Nimmt auch die meiste Zeit in Anspruch eigentlich. Aber das war, glaube ich, das muss Ewigkeiten wahrscheinlich auch her sein, oder? Jetzt würdest du 100% ohne Bezahlung machen. Nein, aber damals war es ja zum Beispiel so, dass ich eben diese ganzen Fotoshootings, ich habe es gehasst, Fotoshootings, und jedes Mal sagte, mach irgendwas mit den Händen, mach was mit den Händen. Ich kann diesen Satz nicht mehr hören, weil ich bin jetzt nicht die Nasenbohrenheitskenner, oder? Ja, mach was mit den Händen, und dann ist meistens irgendwie so, also komm. Yeah, wie uncool. Deshalb sind viele Fotos von Leuten. Ja. Schauen Sie sich das jetzt an ab heute. Die haben alle den Satz, mach mal was mit den Händen. Wunderschön. Fürchterlich. Also das war auf alle Fälle immer das, waren die 50%, die ich nur mit Bezahlung mache. Also auch dieses Make-up und so weiter. Du sitzt immer so Ewigkeiten in der Maske. Und das mag ich ja gar nicht. Ich sitze noch länger als du in der Maske. It's because of age. Das wird länger und länger. Umso älter du wirst, umso länger sitzt du in der Maske, meine Liebe. Aber
es ist wunderschön, was du dir hier heute für uns und die Menschen zu Hause für ein Lied gewünscht hast, für uns zu singen. Christina Stürmer hat natürlich auch wieder die Aufgabe bekommen, nicht aus ihrem, wie sagt man, Övre zu singen, aus ist wurscht, sondern ein Lied auszuwählen, wo ich gesagt habe, was vielleicht irgendwann mal gern singen wolltest oder wahrscheinlich nicht die Möglichkeit dazu bekommst oder jetzt nimm dir die Zeit und Chance. Und du hast dich für einen alten Klassiker entschieden und da aber für die österreichische Übersetzung. Mhm. Nämlich? SDS habe ich unbedingt singen wollen. Gell, du bleibst halt noch bei mir. Ja. Das ist doch einen riesengroßen Schrei wert. Damen und Herren, kuscheln Sie sich ein. Wir bereiten vor. Großen Applaus. Christina Stürmer. Gibt es Bandel aus Dehorn? Bellt so wie loses Feuer. Los auf deiner wachen Haut. Zorte sanfte Schotten moin. Leg die Hände neben mir. Aber bis morgen in der Früh. Ich will nur die Zeit von dir. Geh, du bleibst halt noch bei mir. Richtig oder falsch, was soll's? Ich will ja gar nichts verstehen. Schon weit fort. Und für morgen ist nur für zu früh. Nur allein ist nicht gut. Geh, du bleibst halt noch bei mir. Christina Stürmer! Vielen, vielen Dank. Danke.
Nimm Platz, du hast es dir verdient. In der Mitte bitte, danke vielmals. Oh. Ich sage ja. Die Antwort ist ja. Falls das eine Frage war, ja, ich bleib heute Nacht bei dir. Ich komme in eure Mitte und werde mal schauen, was die Leute von euch wissen wollen. Liebe Christina Stürmer, bei welchem Lied schläft Ihre Tochter ein? Schlafkindlein Schlaf oder ein eigenes Lied? Sie schläft gar nicht ein, oder? Momentan ist das nicht das Alter. Nein, sie schläft schon ein, aber ich singe nichts vor zum Einschlafen. Wirklich? Ja, das fragt mich. Du spielst am Saxophon? Da denkt sie sich, ich kann schneller, damit es aufhört. Das ist ein Thema, nicht du! Nein, sie kriegt immer eine gute Nachtgeschichte. Okay, du liest. Ich lese, als gelernte Buchhändlerin. Ah, sehr schön. Gesungen wird untertags mir fällt immer irgendwas ein. Wir singen wirklich irgendwas. Ich habe immer Heitschi Bum Beitschi gesungen. Echt? Oh, Heitschi Bum Beitschi is gut. Also so. Es ist und was das, ein bisschen das, ein arges Lied, ist das nicht tot? Es ist ganz grauslich vom Text her, aber die Stimme macht es. Ja, ja, die sind eingesummt, meine Kinder. Es will tatsächlich jemand von dir wissen, ob du etwas vom Strizi in dir hast. Ja. Welcher andere Promi wären Sie gerne, wenn Sie für einen Tag tauschen müssten, Herr Hirschall? Was ist das für eine komische Frage? Du fühlst dich wohl in deiner Haut? Eigentlich ja. Ja, also vielleicht die Christina Stürmer. Oh. Ich mag aber das Wohnmobil fahren. Okay. Bitte, wenn du entscheiden müsstest, lieber ein Gig in der Hotelbar oder am Kreuzfahrtschiff? Ja, Hotelbar. Mhm. Wirklich? Kreuzfahrtschiff, nein. Nein? Nein, das habe ich mir immer gewünscht. Ein Kreuzfahrtschiff. Ja. Naja, das aber Kreuzfahrtschiff noch. Ist ungefähr dicht nach dem Flugzeug. Wirklich? Also hast du auch Angst? Ja, okay. Ich finde es nicht so. Man kann nicht aussteigen, wenn man will. Genau. Okay. Christina Stürmer, welcher Ihrer Songs ist Ihr Favorit? Mein Favorit? Ja. Nein, ich lebe nicht. Ich lebe nicht im Moment eigentlich Seite an Seite. Einfach aber auch, weil es einfach neu und was frisch ist. Welche Stücke heuer für Laxenburg bzw. für den Hof geplant? In Laxenburg machen wir eine Saunarette. Was ist das? Das ist ein Stück, das spielt in einer Sauna. Und da wird gesungen dabei. Deswegen heißt es Saunarette. Sind 13 gut. Das heißt, alle nackt? Das Stück heißt heiß und wir sind nackt. Aber wir haben schon was an. Ja, meint das ernst? Er will den Verkauf ankurbeln von den Vorverkaufstickets. Alle denken sich, Und am Hof spielen wir Figaros Hochzeit. Auch sehr schön. Sturm oder Staubiger? Stürmer? Sturm? Was heißt das? Na, vom Wein gibt es den Sturm, das ist quasi das, was nur dick. Und der Staubige ist der dazwischen, bevor es dann zum Jungwein wird. Ich glaube, das habe ich noch nie getrunken. Okay. Bei 007 lieber der Bösewicht oder der Bond? Der Bond. Yeah! Bond, na klar. Also, wann wieder auf der Donau? Ich bin Wiener, ne? Geil war's, schreiben Sie. Wann wieder auf der Donauinsel? Geil war's. Ich weiß es nicht. Weil wir waren doch erst vor 2 Jahren dort, 2015. Ja, aber die Leute wollen dich jedes Jahr. Ja? Naja, dieses Jahr definitiv nicht. Okay, wir warten. Habt ihr zurzeit einen Ohrwurm? Beide? Entliegt das nicht aus dem. Moment. Oh ja, ich habe aber Heitschi Bum Beitschi. Jetzt. Das Heitschi Bum Beitschi geht jetzt nicht raus, oder? Ja. Was würdest du beim Song Contest singen, wenn du hinfahren würdest? Genau, da ist der springende Punkt, okay. Ich würde nicht hinfahren. Madonna oder Adele? Adele. Robbie Williams oder David Bowie? David Bowie. Ist meine Generation, kann ich nichts dafür. Ja. Damen und Herren, das waren sehr gescheite Fragen von Ihnen, die Sie da jetzt gestellt haben. Ja, und es waren auch sehr gescheite Antworten. Danke. Ja, bitte sehr.